Okay, herzlich willkommen zur zweiten Aufnahme. Ich weiß noch nicht, wie die Folgen später geschnitten werden. Ich werde, denke ich, ein paar Folgen gebündelt schneiden und dann hochladen. Was Hintergrundmusik angeht, muss ich noch ein bisschen schauen. Im Moment werde ich mal nur die Minecraft-interne Musik nutzen, da ich mich mit GEMA noch nicht ganz so gut auskenne. Und bevor ich da Ärger kriege, belasse ich es erstmal lieber bei keiner Musik. Das ist, glaube ich, etwas sinnvoller. Ich hoffe auch, dass es diesmal nicht ganz so sehr ruckelt wie am Ende vom letzten Mal. Ich probiere es jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass es besser funktioniert. Alle mal Daumen drücken. Bin eh mal gespannt, wie viele Leute tatsächlich den ganzen Kram hier dann sehen werden. Bin noch ein bisschen erkältet. Oh, wir haben Nacht auf dem Server. Und der Server lädt und. Es geht, es geht, es geht. Wir scheinen bei 30 Frames zu sein. Wow! Es scheint funktioniert zu haben. Und das nehmen wir gleich mit. Ja, ich habe auch. Wie heißt das? Ich glaube, Vegan Options. Genau, Vegan Options heißt das gute Ding. Damit wir nicht von Anfang an Tiere klatschen müssen, für unter anderem auch Rucksäcke. Da ich leider einen kleinen Lootfinger habe und wirklich random alles mitnehmen muss, habe ich sehr früh schon geguckt, was es so an Hilfsmitteln gibt, um möglichst viel mitschleppen zu können. Deswegen ist auch eine, ja, eine Backpack-Mod mit drin. Oh, Tiger. Mit ulkigen Beinchen. Was ist das denn? Ja. Ey, hör auf, mich so anzumotzen. Ist ja fast so schlimm wie bei meinen Katern. So. Okay. Wir haben fliegende Fische. Alles gut. Was wollten wir ursprünglich das letzte Mal machen? Ich glaube, genau. Pflanzenzeug sie suchen von Pam's Harvestcraft. Bin mal gespannt, ob wir dieses Mal fündig werden. Ich hatte einen langen Tag, dementsprechend wird die Aufnahme wahrscheinlich nicht ganz so lang werden. Aber ein bisschen aufnehmen wollte ich dann schon noch, bevor ich die Folgen anfange rauszuhauen. Was ist das? Oh! Hi! Spinnenspawner! Okay, gerade bin ich froh, dass wir friedlich spielen. Ich lasse den mal erstmal hier stehen. Vielleicht kann man hier später was drumherum bauen. Das ist erst auf Insel 2. Ja, wow. Direkt erstmal über den Spinnenspawner drüber gelaufen. Cool. Okay, dann schauen wir mal weiter. Wie man sieht, ist das Ganze hier generiert auf Inseln. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze insgesamt ausschaut. Ich habe mir die Map soweit noch nicht angeguckt. Das ist eine vollständig random generierte Map. Mit kaum. Oh! Wenn man vom Teufel spricht. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Hier, noch ein Garten. Irgendwelche Wassergarten? Seetang haben wir? Ey, könntest du mich bitte nicht runterschubsen, blödes Vieh? Super. So, damit haben wir zumindest schon mal ein paar Sachen. Dann schauen wir doch gleich mal. Vielleicht finden wir noch mehr Gärten. Jetzt habe ich gerade geguckt, was das für Gärten waren. Da oben steht noch einer. Da ist auch Kakao. Feuchter Garten. Okay. Ob das hier auch so funktioniert, dass man einen hätte stehen. Ah, da steht eh noch einer. Perfekt. Ob die sich auch verbreiten? Wir haben hier einen tropischen Garten. Cool. Na also, dann bin ich voll lange jetzt. Ey, Arschloch! Kusch dich! Ja, ich nenne dieses tolle Wort öfters mal. Ich hoffe, dass keine Kindergartenkinder zugucken, die das Wort vielleicht noch nicht kennen könnten. Es geht um das sogenannte Popoloch. Und wenn etwas richtig, richtig Kacker ist, dann kommt das aus dem Popoloch raus. Oh Gott. Ja, fast. So, dann wollen wir doch erstmal gucken. Ah, hier sind noch mehr Gärten. Perfekt. Kiwi. So, das schaut doch schon mal ganz gut aus. Das Klacken übrigens ist eine Sortiermod, die mit drin ist. Die macht immer, wenn man automatisch sortieren lässt, ein Klickgeräusch.
Mir hilft es dabei festzustellen, ob er das tut, was er tun soll, da das irgendwie nicht immer funktioniert. Das heißt, sobald es klickt, weiß ich, okay, es hat funktioniert. Hä? Ach so, das funktioniert. Ah, hier komme ich hoch. Gut. Juhu! Jump and Run! Ich bin eine Katastrophe in Jump and Run. Ich hatte heute auch einen wundervollen Spieleabend, bei dem ich bewiesen habe, dass ich bei Mario Bros. War es das? Keine Ahnung. Man hat mich gezwungen mitzuspielen und ich habe kläglichst versagt. Ich bin nicht sehr gut in solchen Spielen. Es macht ultra viel Spaß, aber ich habe keine Ahnung, was ich da normalerweise tue. Das ist... Au! Ey. Okay. Laufende Schafe. Euch brauchen wir später noch. Was? Ah! Kann man euch noch umdrehen? Ja! Aber ich lasse die so. Ich möchte nicht, dass die verhungern. Vielleicht? Ja. So, dann wollen wir doch mal schauen. Oh. Ich habe auch ein Talent, bei solchen Sachen immer runterzufallen. Sag mal, macht die Schildkröte die komischen Geräusche? Okay. Ja, es sind die Schildkröten. Die klingen ja eher wie, keine Ahnung, was Giftiges? Sind Schildkröten giftig? Ich glaube nicht. Das wäre mir neu. Genau, da ist der Spawn. Das ist die Spawninsel. Dann gehen wir doch mal hier lang. Hier wollen wir noch... War ich hier schon? Nein, von da kommen wir. Aber da! In die Richtung können wir weitergehen. Wenn wir nicht hier runterkommen. Ich hoffe, keiner von euch hat Höhenangst. Ich zum Glück nicht, aber runterfallen möchte ich dann irgendwie auch nicht. So. Ah, nee, da ist aber eine Schildkröte runtergefallen. Wie komme ich hier wieder runter? Ohne mir weh zu tun, wenn es geht? Ah, so geht's. Ja, komm. Ah, au. Wer es verschrien hat. Da vorne geht's weiter. Ich möchte auf die nächste Insel. Sowas wie Setzlinge, also Saplings von den Bäumen hier. Oh, schönes Fehlerzeichen. Werde ich erst später holen. Einfach aufgrund... Ja, ist ja gut. Ich hoffe, dass es jetzt diesmal nicht ganz so laut ist. Ich habe gemerkt, bei der letzten Aufnahme, leider kann ich das noch nicht getrennt voneinander aufnehmen. Mein Gebrabbel und das Spielsound. Ich habe noch nicht rausgekriegt, wie das geht. Aber irgendwann kriege ich das auch noch hin. Vielleicht brauche ich auch einfach die Premium-Version. Keine Ahnung. Leider kann ich mich im Moment auch nicht selber abnehmen, aufgrund der Tatsache, dass ich im Moment die Free-Version nehme. Und ja. Genau, Giftelfer. Habe ich den aktiviert? Au, ja, habe ich. Au, au. Oh, verdammt. Au. Ja, warum muss ich sowas immer ausprobieren? Das war dumm. Egal. Da ist noch mehr. Aber wenigstens sieht man sie jetzt besser. Bei 1.7 hat man die Sau schlecht nur gesehen. Was bist du? Oh, wow. Okay, das ist ein ordentlicher Bass. Wow. Oh, was bist du denn? Oh, eine Fliege. Okay. Nicht ganz so süß. Aber what the fuck? Für alle, die Bassboxen haben, die haben jetzt Spaß. Hui, etch. Ich hoffe, ich komme dann auch irgendwie wieder zurück, ohne dass ich irgendwie alles verliere. Das wäre wundervoll. Fischi. Wo ist das ein Findet Nemo, Fischi? Oder Clownfisch. Ja, ein Findet Nemo Clownfischi. Cool. Für alle, die Findet Nemo nicht gesehen haben, es ist ein so putziger Film. Lohnt sich anzugucken. So, genauso wie einige andere Pixar-Filme und Disney-Filme. Ja. So. Falls tatsächlich Leute schon dieses Video gucken sollten, was sind so eure Lieblings-Disney- und Pixar-Filme? Ich mag Wall-E super liebend gerne. Das ist so einer meiner absoluten Lieblinge, vor allem weil ich Eve so lieb habe. Und bei Disney weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube Aristocats. Einfach aufgrund der Musik. Und schon fange ich selber damit an, was ich bei manchen YouTubern echt etwas irritierend finde. Es interessiert mich wirklich.
Mich würde wirklich interessieren, was für Lieblingsfilme ihr habt, von Disney oder von Pixar. So vor allem so eher die Kinderfilme. Naja, Kinderfilme, es sind halt schöne Filme, die man sich auch als Erwachsener problemlos angucken kann. Und da ich davon ausgehen muss, dass sowieso nicht so viele meine Videos gucken werden und noch weniger vielleicht kommentieren, habe ich sogar eine Chance, alles zu lesen. Und es freut mich. Es freut mich wirklich. Mir tun dann irgendwie mal so Leute wie Gronkh zum Beispiel leid. Die können die Menge an Kommentaren. Ich glaube, es ist zur Gänze unmöglich. Und ich weiß auch nicht, ob ich jemals so groß werden möchte. Ich möchte auch eigentlich nicht wirklich groß damit Geld verdienen. Ah, da geht's weiter. Weil das eigentlich eher ein Hobby sein soll, würde ich sagen. Man könnte es als Hobby bezeichnen. Ich werde später auch parallel arbeiten, weswegen ich auch nicht 100% sicher bin, wie regelmäßig ich zum Beispiel Videos oder vielleicht später auch Streams machen kann. Aber ich werde es versuchen. Ich werde es tatsächlich versuchen. Vor allem so Sachen wie Minecraft, das kann ich relativ schnell aufnehmen. Und es ist so ein schöner No-Brainer. Es ist vielleicht gemein, aber ja. Und auch so Sachen wie Myst, ich werde es wahrscheinlich etwas kürzer schneiden. Und dann halt entsprechend auf mehrere Tage verteilen, weil ich halt primär an den Wochenenden Zeit habe. Ich glaube, jeder Schüler kennt das. Und ich glaube auch jeder Student und jeder, der auch nur ansatzweise regelmäßig arbeiten muss. So. Jetzt haben wir schon fast kein Futter mehr. Aber ich möchte da hinten gucken, ob es da ein Wüstenwasserzeugsi gibt. So ein Wüstengarten. Ob es die überhaupt noch gibt? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe mir gar nicht angeguckt, ob und was für Gärten es jetzt bei Palms Harvest Craft gibt. Ich weiß nur, dass es weitaus mehr Rezepte gibt. Deutlich mehr. Oh, was ist denn da hinten? Ist das einfach nur ein Berg? Ein End. Ich mag End. Ents. Entze. Und Schweinchen. Und. Ah! Große Schnecken. Big Snacksies. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade eben gesehen habe. Vielleicht wirklich nur ein Stückchen halbgeladene Textur, das kann sein. Aber das sieht hier echt vielversprechend aus. Wir haben hier Rosen, auch sehr gut. Ich nehme mal eins mit. Ich hoffe, der Trick mit dem Mehl funktioniert und mit dem Knochenmehl, dass man das dann einfach vervielfältigen kann, so wie man es möchte. Oh. Inzwischen gibt es auch lila Butterflies. Und ihr seid, genau, ihr seid von Biome so Plenty. Diese vollkommen random Schnecken, die in riesigen Massen auftreten. Juhu! Die erste Bienenkönigin! Und noch eine Ameise. Du klaust mir die Bienenkönigin aber nicht. Wow, sind hier viele Schnecken. Ich würde sagen, wir sind in einem Biome so Plenty. Biom. Doppelt gemoppelt hält besser. So, mal gucken. Lauter Schweinchen. Oh, hier ist wieder Giftefeu. Wir haben uns absichtlich dafür entschieden, eben weil ich vor allem so gerne reinrenne und das damit ein bisschen spannender ist, diese blöden Giftefeu-Sachen und auch Treibsand drin zu lassen. Einfach weil ich dann so schön fluche, wenn ich mal reinrenne, weil irgendwann passe ich mal nicht auf und dann wundere ich mich, warum ich Schmerzen habe. Oder eher mein. Ich weiß gar nicht. Cortana? Genau. Nee. Wie man sieht, das ist übrigens der. Ich habe vergessen, wie man diesen Bildschirm nennt. Aber da sieht man ganz gut, wie gut das funktioniert. Wow. So. Ups, Screenshot. Ja, wenn ich versuche, das auszuprobieren, was ich eigentlich machen möchte. Hallo Schweinchen.
Mal gucken, ob ich das nachher rausschneide. Aber es gab doch eine... Ah! Das war der Knopf, den ich gesucht habe. Hier! Das ist übrigens mein Charakter. Ich bin mal gespannt, ob mich irgendjemand noch von einem anderen Server wiedererkennt. Das ist tatsächlich etwas länger inzwischen her. Und ich bezweifle irgendwie, dass irgendjemand von euch das dann gesehen hat oder mich von dem Server kennt. Oder Servern eher. Das, weiß nicht, ob irgendjemand überhaupt Giga noch kennt. Vor allem den Giga-Minecraft-Server. War ich zwar nur noch zu den Endzeiten da, aber... Es war lustig. Es war wirklich lustig, bevor er dann zu Rocket Beans ist, glaube ich, dann übergewechselt. Aber irgendwann... Ich weiß gar nicht, was dann so groß war. Ich bin ehrlich gesagt irgendwann einfach nicht mehr... Ich habe da einfach irgendwann Minecraft-Pause gemacht. Und nachdem ich dann festgestellt habe, wie einfach es eigentlich ist, einen eigenen Server zu hosten, ja nicht zu hosten, aber zu verwalten vor allem. Wow. Habe ich dann beschlossen, mit aktuell leider nur einem Freund. Meinem Freund. Tut mir leid da draußen. Ich bin zwar eine Gamer-Girl. Allerdings vergeben. Flachs, okay. Es ist erstaunlich, einfach einen kleinen Server selbst zu verwalten. Vor allem, wenn es nicht so viele Spieler sind. Der Server hier ist aktuell für 4 Leute gleichzeitig freigegeben. Wird aber primär immer, wenn überhaupt, 2 Leute gleichzeitig. Wie man sieht, ich bin im Moment alleine. Ich sehe, also entweder ich laber so viel und bin deswegen blind, was auch sein kann. Ach du Schande. Das ist tief. Oder ich finde tatsächlich gerade keine Gärten. Ich glaube, ich finde gerade keine. Aber ich kann diese Beere hier fressen. Zopp. Ist das irgendwie... Au! Ja, genau deswegen haben wir sie drin gelassen. Weil mir genau sowas passiert, wenn ich rückwärts laufe. Jedes Mal. So. Ha, aber hier sehe ich tatsächlich keine Gärten. Verdammt. Was bist du? Schilf. Oh, ich kann mal einsammeln. Okay. Ups. Ich dachte, das zerfällt einfach. Ups. Naja, gut. Okay, hier haben wir Sand. Eine Ente. Jetzt laufen wir schon wieder Richtung Spawn, aber ich möchte gucken, ob hier noch... Ich glaube, ich habe tatsächlich nichts mehr. Aber hier sind Pilze. Gibt es eigentlich noch Pilzgärten? Ich vermisse die Pilzgärten gerade ein bisschen. Oh, Kaninchen. Oh, ganz viele Kaninchen. Die haben sich wohl ordentlich vermehrt hier. Und Nacktschnecken. Aber ich möchte jetzt gerade... Oh, cool. Deswegen laufe ich immer relativ viel durch die Gegend. Weil manchmal findet man auch sowas hier. So. Laubhaufen. Okay, kann man nicht mitnehmen. So, so. Okay, das ist nur normaler Ackerboden. Aber wir haben ein bisschen Zeug. So. Nehmen wir alles mit. Das geht schon. Nichts übersehen? Nichts übersehen, sehr gut. So. Okay, gucken wir mal weiter. Hier, so, Beeren. Nimm noch Beeren. Ich liebe Beeren. Am wenigsten Erdbeeren, aber... Welche Beeren mag ich eigentlich am liebsten? Ich glaube Himbeeren. Himbeeren sind so meine Lieblinge. Meine Bärenlieblinge. Ich war doch irgendwo... Da ist der große fette Baum. Von was bist du? Timecraft. Ah, okay, das ist perfekt. So einen großen Baum, damit kann man später sauschöne Sachen machen. Und das Holz ist auch richtig schön, wenn man irgendwie so ein Hexenhaus oder so bauen möchte. Oder so ein Magierzimmer. Das hatte ich bei einer früheren Version. Ich glaube sogar bei 1.7 damals schon gemacht. Oh, ich glaube die Maus ersäuft. Kann das sein? Kann ich dich mitnehmen, Mausi? Ich möchte dir helfen. So. So. Wo bist du jetzt? Hä?
Okay, die Maus möchte sterben. Ist auch okay. Mal viel Spaß. Au, 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 au. Ja. Schmerzen. Manchmal lernt man nicht mal dadurch. So. Ist die Frage, versuche ich jetzt noch ein Stückchen weiter zu schwimmen oder gucke ich erstmal, dass... Okay, ich habe eh kaum mehr Platz. Ich muss zurück. Und genau deswegen lohnt es sich, schlicht und ergreifend Backpacks mit einzubauen. Das ist etwas... Ich weiß nicht, ob das jetzt bei 1.13 sind wir, glaube ich, inzwischen. Ob es da inzwischen sowas wie Backpacks gibt. Weil das tatsächlich... Es ist so essentiell einfach, irgendwie so etwas reinzutun, weil du brauchst es einfach. Du, spätestens wenn man in Minen große Mengen abarbeitet einfach und dann jedes Mal... Oh, noch ein. Sehr gut. Nochmal das Ganze machen muss. Oh. Kann man machen, möchte man aber nicht. Kann man ein bisschen von dem Schilf mit? Ich habe keine Ahnung, was man damit machen kann. Okay, das kann man nicht mitnehmen. Okay, wir müssen eh jetzt erstmal zurück. Ich habe sogar noch zwei Beeren. Juhu. Oh, ich bin sogar satt. Warum bin ich denn so langsam? Müsste ich nicht schneller sein? Hm. Oh, ein schönes Korallenriff. Wie man sieht, ist hier... Okay, man sieht nicht wirklich viel. Ich sehe selber nicht wirklich viel. Also eigentlich nahezu gar nichts. Oh Gott, ich hoffe nur, dass ich die Aufnahme wieder richtig gestellt habe. Nicht, dass die jetzt noch zu hell ist. Ah, das sollte ich gleich mal... Und übrigens, die Quallen leuchten auch bei mir so creepy. Das... Es sieht total defekt aus. Aber das ist normal. Das... Ich habe keine Ahnung, was diese Quallen tun sollen, können. Wobei, es könnte sein, dass die... Oh, könnte es sein, dass ganz am Anfang, ich weiß nicht, ob das noch Folge 1 ist oder schon Folge 2, ob das vielleicht einfach gestorbene Quallen waren. Ich habe jetzt nichts, um sie schnell zu von ihrem Elend zu befreien, aus dem weiten, endlosen Ozean und rauszufinden, ob das wirklich stimmt. Zumal ich auch nicht so lange tauchen kann. Dafür habe ich gerade hier etwas... super. Matsche. Lecker. Habe ich etwas ganz essentiell Wichtiges gesehen. Zuckerrohr. Es gibt so viele Sachen, die man mit Zuckerrohr machen kann. Zumindest hoffe ich, dass man die Sachen damit noch machen kann. Ganz essentiell Zucker. Und Papier. Für später große Bibliotheken. Wobei das nicht ganz so wichtig ist, nachdem bei... Ich hoffe zumindest, dass bei Palms Harvest Craft Papierbaum noch mit drin ist. Der braucht ein bisschen länger. Aber wenn man erstmal eine Quelle für Knochenmehl hat, ist das weniger ein Problem. Zum Glück. Ich werde ganz kurz checken, ob ich die Filtereinstellungen jetzt richtig habe. Ob er mich das parallel machen lässt, ohne abzuschmieren, das wäre wundervoll. Ich glaube, ich bin nämlich noch zu hell. Ah, Dinge, die man vielleicht vorher checken sollte. Wundervoll. Okay. Ich mache hier jetzt mal einen leise Cut. Sprich, ich bin jetzt einfach mal so 5 bis 10 Sekunden leise, bis ich es umgesetzt habe mit den Farben. Bis gleich.